Jo, Freunde, was geht ab? Neulich habe ich euch im Community-Beitrag gefragt, ob ihr Lust habt auf ein bisschen Abwechslung auf diesem Kanal. Und ihr hattet Lust. Und deswegen gibt es heute ein neues RC-Flugzeug. Denn das letzte Mal, als es ein neues RC-Flugzeug gab, ist schon ziemlich lange her. Schaut euch das Ding an. Das ist nicht nur ein RC-Flugzeug, sondern das ist ein verdammt riesiges RC-Flugzeug. 2 Meter Spannweite. Und ich finde, das Ding sieht auch irgendwie seltsam aus. Ist halt irgendwie so ein Gleiter, aber 2 Meter Spannweite. Ich meine damit 2 Meter. Das ist schon gigantisch groß. Aber der Karton, der ist gar nicht so riesig. Das Ganze ist auch FPV geeignet. Aber die FPV-Kameras, die sind nicht dabei. Die muss man sich noch zusätzlich kaufen. Dann kann man die einfach reinklatschen, sich eine Brille anziehen und dann halt FPV fliegen. Das werden wir heute aber noch nicht machen, sondern wir werden das Ding jetzt auspacken, aufbauen und dann schön entspannt eine Runde fliegen. Let's go! Das hier ist ein Flügel. Ich hole den mal raus und halte den mal neben mich. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie groß das Teil sein wird. Also ein Flügel ist fast 1 Meter lang. Ansonsten haben wir hier in dem Karton das Mittelstück. Hier der Deckel für das Mittelstück. Hier sind nochmal so ein paar Stangen mit dabei, damit man alles auch zusammensetzen kann. Und hier nochmal 2 kleine Teile. Schrauben zum Festmachen und das war's auch schon. Funke ist nicht dabei, die muss man schon zu Hause haben oder sich halt extra dazu kaufen. Der Aufbau, der ist, soweit ich gesehen habe, ziemlich einfach. Als allererstes nimmt man sich hier den Flügel und steckt dieses Teil dann an der Seite rein. Das Ganze wird dann gesichert mit so einem kleinen Stift hier. Einfach reindrücken und dann noch reindrehen. Zack. Bei dem anderen Flügel dann natürlich hier dasselbe. Als nächstes wird dann dieses kleine Teil hier auf die andere Seite des Flügels gesteckt. Und das Ganze hier auch natürlich zweimal. Zack. Zusammengehalten wird das Ganze dann durch diese Metallstäbe. Die werden einfach da durchgeschoben und da kommen dann halt die Flügel dran. 2 Stück sind das hier nur. Ganz wichtig, hier auch noch diesen Stecker reinmachen. Und der Flügel, der wird dann hier auch nochmal mit Hilfe von so einem Stift gesichert. Mit dem anderen Flügel wird dann natürlich das Gleiche gemacht. Und dann ist er auch schon fertig. Ich hoffe, der passt überhaupt ins Auto. Aber falls nicht, kann man ja schnell einen Flügel abnehmen und dann wieder dran machen. Das ist nicht so wild. Jetzt müssen wir das Flugzeug nur noch mit einer Funke verbinden und dann noch ausbalancieren. Wie das funktioniert, zeige ich euch. Als Akku werde ich hier ein 4000 mAh 3S Lipo verwenden von Spektrum. Der kommt dann halt hier vorne da rein, so wie sich das auch gehört. Dann hat man auf der Unterseite des Flugzeugs hier so eine Auflagefläche, kann man das in die Hand nehmen und gucken, ob das halt im Gleichgewicht ist oder ob der nach vorne bzw. nach hinten kippt. Und wie ihr sehen könnt, muss der Akku noch deutlich ein Stückchen nach hinten. Ich denke, so sollte das passen. Ist schon ziemlich weit hinten. Normalerweise macht man auch, glaube ich, einen kleineren Akku rein. Ich mache mir jetzt hier eine Markierung hin, dass ich ganz genau weiß, wo der Akku hin muss. Zack. Die Funke, die ich verwenden werde, ist hier eine NX6 von Spektrum. Hab gehört, die soll ganz gut sein. Hat da unten auch ein Display, wie man sehen kann. Das Verbinden, das war auch wirklich sehr einfach. Man wählt einfach auf dem Display die Funktion Bind aus. Dann drückt man hier diesen Knopf. Und dann hat sich das Ganze verbunden. Okay, Freunde, lasst uns keine Zeit verlieren. Ich gehe jetzt raus, dann zeige ich euch noch mal ganz kurz das Ding, damit euch einfach klar wird, wie verdammt riesig das ist. Und dann würde ich sagen, machen wir mal einen Testflug. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniert jetzt und aktiviert die Glocke. Das ist kostenlos, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und ansonsten lasst einen Daumen hoch da. Das würde mich auch wirklich sehr freuen. Wir sehen uns draußen. Okay, Freunde, der Akku ist drin. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Schaut euch mal an, wie riesig das Teil ist. Ich muss den jetzt schmeißen und dann sollte der so ein bisschen gleiten und dann kann ich losfliegen. Ich warte noch ein bisschen ab, bis komplett windstill ist. Räder hat er ja nicht, wie ihr gesehen habt. Also das ist einfach so ein Gleiter. Also es geht sofort los. Also ich werfe jetzt, ja? Ja, werf jetzt. Boah.
Ich glaube, der war durch die Kamera vorne zu schwer. Oh Mann, schaut euch das an. Das sieht schlimm aus. Das ist einfach hinten abgebrochen. Puh. Der war gerade mal eine Sekunde in der Luft. Es lag echt hier vorne an der Kamera. Dadurch war der nicht mehr ausbalanciert. Wir versuchen das jetzt wieder dran zu stecken, mit Panzertape zuzukleben. Und dann gucken wir mal, ob wir noch fliegen können ohne Kamera. Okay, Freunde, schaut euch das an. Wir haben das jetzt professionell repariert. Einfach mit Panzertape. Und Motor läuft da noch. Jetzt kommt unser zweiter Versuch. Jetzt ist das Ding ausbalanciert ohne Kamera. Ich denke, das sollte funktionieren. Zweiter Versuch jetzt. Ich renne da ein Stückchen mit und ja, einfach let's go. Ja. Ich geh gleich hoch, wenn ich so bei uns bin, okay? Okay. Boah, Freunde, ich muss sagen, ich bin überrascht. Der lässt sich wirklich sehr, sehr geil fliegen und er muss unbedingt ausbalanciert sein. Man kann einfach dann den Motor ausschalten, der gleitet schön vor sich hin. Ihr habt das ja gesehen, man kann richtig geil auch nah am Boden vorbeifliegen und ansonsten hat er auch Leistung. Wenn man Gas gibt, Alter, dann geht das Ding ab wie eine Rakete. Ich bin jetzt im Modus 2 geflogen, da arbeitet der Gyro ein bisschen mit. Es ist heute nicht so windig, das ist gut. Ich versuche jetzt mal im Modus 1 zu fliegen, da fliegt man komplett frei und dann werde ich auch mal versuchen, so ein Looping zu machen oder eine Kapriole. Mal gucken, was sich eben ergibt. Das wollte ich schon immer mal machen. Let's go! Freier Modus ist drin? Ja. War knapp, oder? Ja, okay. Nimm langsam, ne? Ja. Das war eine perfekte Landung. Boah, das war so sanft, ne? Ja. Geil. So soll es eigentlich immer sein, glaube ich. So, gucken wir mal, wie viel der Akku noch hat. 3,8. Ja, geht. Lagerspannung, hä? Ja, aber du könntest locker noch fliegen. Ja, der erste Crash, der war echt unnötig, aber naja, passiert halt. Das Flugzeug ist wirklich sehr, sehr geil. Ich habe meinen allerersten Looping geschafft und ich denke, das Flugzeug werden wir auf jeden Fall noch einmal fliegen. Yeah!